Auspackzeit hier bei Telekonga. Heute mit einer Limited Edition zu einem ja, Anime 2D Brügler Beat'em Up für Nintendo Switch. Die Rede ist von, ich schalte es mal hier hin, Blaze Blue Cross Pack Battle. Ja, und was in dieser Limited Edition so alles drin steckt, seht ihr hier in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir mal, was die Limited Edition zu Blaze Blue Cross Tag Battle für Nintendo Switch so zu bieten hat. Das Ganze kommt hier in dieser Sporttasche mit dem entsprechenden Logo vorne drauf. Das Ganze ist ja so drauf gedruckt. Mal gucken, wie lange das letztendlich hält. Ich schätze mal, es ist recht empfindlich. Das Ganze ist, ich drehe die Tasche mal um, recht schlicht. Und hier haben wir noch den Hersteller. Wir gucken mal rein, denn das Interessante kommt dann erst in der Tasche noch. Eine Tasche, eine Sporttasche voller Freude. Das hier mal raus. Dann haben wir zuerst, falsch rum, das Spiel. Als Retail-Version hier auch mit deutschem Text. Oh, Überraschung. Ist zwar hier schlicht weiß, ein bisschen Text, aber es ist hier noch eine CD drin, die exklusive Mini-Soundtrack-CD, die mir gerade entglitten ist. So, und hier ist noch das Spiel. Schöne Sache. Und dann gucken wir wieder hier in die Tasche. Tada! Soundtrack-CD. Keine Folie drumherum. Hier sind die Lieder. Ich hoffe, das spiegelt nicht so arg. So, und hier drin ist nur ein dünnes Papier, also kein Heftchen und eine schön gestaltete CD. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Legen wir auch mal zusammen. Als nächstes haben wir in Hochglanz ein Artbook. Das glänzt ziemlich stark und es riecht auch gut. Ihr kennt es, diese Hochglanzmagazine, die haben doch immer so einen speziellen Geruch. Danach riecht es. Wir blättern mal durch. Da werden so nach und nach die ganzen Kämpfer gezeigt. Hier haben wir nochmal eine Übersicht. Character Art. Scheint es ja eine ganze Menge zu geben. Ja, kann man sich doch mal in Ruhe anschauen. Mal in Ruhe durchblättern, wenn man fertig ist mit den Kämpfen. Und dann haben wir noch eine Sache hier drin. Und zwar hier in diesem Pappkarton Premium Poster Set. Die Motive, ich schau mal, ob ich die irgendwo finde zum Einblenden. Also sind hier ganz einfach Premium Druck mit so einem Gummiring drum. Vier Poster zum an die Wand heften, kleben, wie auch immer. Ja. Und jetzt ist auch die Tasche leer. Das war's. Wir fassen dann also nochmal zusammen. Zuallererst haben wir also hier diese große Sporttasche mit bei. Die legen wir hier mal als Untergrund hin, um das andere noch mit drauf zu legen. Als nächstes hätten wir, ich mache es jetzt mal in einer anderen Reihenfolge, die vier Poster, Premium Poster Set, ganz nette Sache, wenn man sein Zimmer dekorieren möchte. Als nächstes die Soundtrack CD mit 15 Liedern, auch eine schöne Sache. Und dann haben wir noch zum Schmökern das Artbook dazu mit den Kämpfern und sonstigen Illustrationen. Ich später noch mal geschwind durch. Fein, fein.
Als nächstes natürlich das Spiel selbst. Deftige 2D Beat'em Up Schlachten. Und überraschenderweise, was noch im Spiel selbst, in der Spielverpackung selbst drin war, hier diese exklusive Mini-Soundtrack-CD mit noch ein paar Liedern drauf, vermutlich. Muss ich mal reinhören. Ja, und da sind wir auch schon am Ende des Unboxings angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert auch unseren Kanal. Wir würden uns wirklich freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und wir hören uns dann oder sehen uns im nächsten Video, was auch immer kommen mag. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.